Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 12. Februar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 782 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Stadia 4K, Coronavirus, Swift, LiveX App 4, S20 und das Galaxy Z Flip. Ich beginne gleich mit ein bisschen Verspätung, denn heute Abend hatte die Swisscom, der größte Schweizer Mobilfunkprovider, wieder mal einen kleinen Ausfall seines mobilen Internets. Passiert selten, aber leider, wenn es passiert, hängt es immer am DNS und das lässt sich ja zum Glück ein bisschen aushebeln. Kurz nachdem ich es herausgefunden habe, woran das gelegen hat, einfach mal kurz den DNS-Server gewechselt. Und nein, natürlich nicht zu dem in Richtung Google. Aber ja, Internet tut wieder. Und somit kann ich hier aufzeichnen. Beginnen wir gleich mit Stadia. Und da sind wir gleich bei Google. Der Spieleservice von Google ist ja sehr, sehr, sehr eingeschränkt gestartet, was zuvor nicht wirklich kommuniziert wurde und dann zu sehr starken Unzufriedenheiten bei gewissen Nutzern geführt hat. Einer der Dinge, die eben nicht ganz so schön sind, weil man hat ja versprochen, Gaming im Browser auf 4K wurde oder wird jetzt nachgereicht. Mit dem nächsten Update vom Chrome-Browser kommt eine 4K-Auflösung, sofern es das Spiel logischerweise bietet. Man hat natürlich auch ganz stark auf den 11.2. gehofft, also auf gestern, ihr erinnert euch vielleicht. Da hat Samsung ja seine Vorstellung des neuesten Smartphones gehabt und da hat man gehofft, dass vielleicht Samsung ein Partner sein könnte für die ganzen Geschichten. Doch das hat sich anders ausgestellt, da komme ich später noch dazu. Der Coronavirus, auch wenn es bei uns eher wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, in China generell, in Asien, ist das noch ein sehr starkes Thema. Zum einen hatten wir ja schon berichtet, dass Apple seine ganzen Stores und auch die Fabriken geschlossen halten muss. Foxconn zum Beispiel ist fast komplett geschlossen, was heißt, dass keine iDevices und viele andere Gadgets nicht produziert werden können. Weiter geht es auch bei Google und die machen noch einen größeren Schritt, da wird geschlossen. Zwar in China, Taiwan und in Hongkong sollen die Mitarbeiter mindestens die nächsten 14 Tage von zu Hause aus arbeiten und alle Google-Mitarbeiter, die auf Geschäftsreise in China sind, sollen ziemlich schnell nach Hause kommen und dann auch 14 Tage von zu Hause arbeiten, um logischerweise, wenn etwas wäre, die Mitarbeiter, die sonst in den anderen Büros sind, nicht anzustecken. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt, vor allem auch auf den Mobile World Congress. Gestern hatte ich es ja schon davon, dass viele Absagen oder einige Absagen gekommen sind. Der eine oder andere Journalist rechnet sogar schon damit, dass per Ende dieser Woche das Event komplett abgesagt wird. Das wäre natürlich ein GAU für das Ganze. Gehen wir weiter mit einem iOS-Update oder besser gesagt ein iPadOS-Update für Lightroom. Der bekommt jetzt Split View, nachdem letzte Woche war das Outlook schon diesen neuen Split View oder den aktuellen Split View Feature-Funktion mit ausgestattet wurde, ist jetzt eben auch bei Lightroom soweit. Wer nebenbei noch was anderes tun möchte als Bilder betrachten und bearbeiten, der kann das jetzt auf dem iPad, sofern er die neueste App hat. Bis jetzt war sie nur auf den iOS-Devices, auf dem iPad und am iPhone, erhältlich, die Swift Playgrounds App, was ja Apples App ist, um Menschen zu zeigen, wie dieses Programmieren funktioniert. Die gibt's jetzt dank, wie heißt das jetzt schon wieder, macOS Catalyst, genau, die Catalyst App, also die Möglichkeiten von iOS-Apps oder iPad-Apps einfach auf dem Mac zu portieren, auch auf macOS erhältlich. Das heißt, ab sofort könnt ihr auch auf dem Desktop lernen zu programmieren mit der Swift-Programmiersprache. Es ist noch nicht so lange her, habe ich euch davon berichtet, dass die iConnect Hue App,
ich glaube, es war sogar gestern, ein größeres Update bekommen hat. So jetzt auch passiert bei der LifeX App. Das ist eine App, die smarte Birnen vom australischen Hersteller steuert. Und die haben ein größeres Update von der Optik, aber auch von den Funktionen erhalten. Das mag all diejenigen interessieren, die die App nutzen. Mein Rainer hat das selten bis überhaupt nie. Denn ja, meine LifeX Birnen habe ich allesamt in HomeKit, also im Apples Smart Home System integriert, aber auch im Google Assistant und kann die darüber steuern und habe gerade Glück, dass der nicht angesprungen ist. Genau. Zu guter Letzt habe ich noch die Neuigkeiten von Samsung. Gestern Abend haben sie ja ihren Unpacked Event starten ist morgen oder war es am Morgen, die neuen Telefone präsentiert. Zum einen das, über das ich schon gesprochen habe, das Flip Z, Galaxy Z Flip, so rum glaube ich, genau. Das klappbare kleine Gerät wurde nun Wirklichkeit. Die Specs, die ganzen Daten sind draußen. Links wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk oder im Podcatcher eures Vertrauens hinterlegt. Da könnt ihr lesen, was da genau drin verbaut ist und weshalb es mich nach wie vor begeistert. Und dann hat Samsung natürlich auch noch sein Flaggschiff-Gerät gezeigt, das Samsung Galaxy S20 in den drei Ausführungen. Einmal das S20, dann das Galaxy S20 Plus und dann das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. So, jetzt haben wir die ganzen Namen zusammen. Viel Kamera ist da drin, bis und mit 108 Megapixel. Es sind Displays mit AMOLED-Screens und 120 Hertz-Display, also Hertz-Unterstützung mit verbaut. Gorilla Glass 6 ist da drüber geklatscht, damit da auch dem Display nicht so schnell was passiert. Bei der Frontkamera hat man zwischen 10 und, sage und schreibe, 40 Megapixels. Es gibt Smartphones, die haben hinten nicht so viel montiert. Und rückseitig natürlich dementsprechend auch ziemlich potente Hardware verbaut. Speicherplatz lässt sich erweitern. Vom Gewicht her sind sie alle im Rahmen, haben bis zu mit 5000 mAh Akku verbaut. Aber wenn die Zahlen genau interessieren, auch dazu habe ich auf dem pogipsi.ch Blog einen ausführlichen Bericht geschrieben oder einen News-Post veröffentlicht und die drei Modelle gegenübergestellt. Schicke Geräte, auch bei den Galaxy Buds gibt's neue, nämlich eine mit dem Plus hinten dran. Nicht wie vielfach in den Gerüchten gewettert mit ANC-Unterstützung, bin ich aber auch nicht ganz unfroh, dafür mit mehr Akku und ja, alles andere wird sich dann in einem ausführlichen eigenen Test zeigen, würde ich doch sagen. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich für euch hier am Mittwoch zusammen habe tragen können. Ich wünsche euch einen sensationellen Start in diesen Tag. Die Sabine, oder wie heißt die Tante, die gerade rumbläst, die ist nicht mehr ganz so stark unterwegs und somit könnte es heute ein ruhigerer Tag werden. In diesem Sinne euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, morgen wieder mit der neuesten und aktuellsten Ausgabe des GeekTalk Daily Podcasts. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr GeekTalk.